Hallo zusammen, hier ist wieder Heute Land, verschiede für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein echt cooles Toy, das ich euch jetzt hier extra in der Hauptstadt zeige, weil man es da ein bisschen besser demonstrieren kann. Und zwar geht es um ein Toy, das wir über ein Achievement unterspielen können. Und dieses Achievement finden wir einmal, wenn wir reingehen hier unter Sammlungen und dann unter Spielzeuge. Und ja, es gibt jetzt mit Dragonflights quasi ein neues Spielzeug-Achievement. Und das schimpft sich die Freuden des Spielens. Und dafür müssen wir insgesamt 500 Spielzeuge zusammenfarmen. Und da kriegen wir ein cooles Toy, das nennt sich Murrbrille. Und der ein oder andere kann sich vielleicht schon denken, was diese Murrbrille macht. Wir werden sie uns gleich angucken. Vielleicht noch ein kleines Wort dazu, wie man am besten diese Toys farmt. Es gibt alle möglichen Toys in verschiedensten Kontinenten. Und die allermeisten habe ich abgedeckt. Ich weiß gar nicht, bei der wieviel hundertsten Folge wir von den kleinen Toy Guides schon sind. Heißt, wenn ihr das Toy haben wollt, dann bietet es sich natürlich an, in die Playlist reinzuschauen. Da habe ich zu allen möglichen Toys ein Video gemacht, wie ihr die relativ schnell bekommen könnt. Und dann habt ihr vielleicht auch bald die 500 zusammen und könnt euch dieses schicke Toy holen. Jetzt würde ich aber sagen, schauen wir es uns einmal an. Die Murrbrille finden wir hier in der Sammlung. Ich habe sie schon mal rausgesucht und sie hat ein Murloc-Symbol. Wer hätte es gedacht? Es ist ein Murloc, eine Murloc-Brille. Was macht es genau? Benutzt, hier stinkt etwas gewaltig und zwar Abklingzeit während der Marschen der Kaulquappen oder deswegen während Marschen der Kaulquappen so worum verringert. Hat sonst 30 Minuten Abklingzeit und während des Events, das ist glaube ich eine Kasarang-Wildnis, da ist so ein kleines Murloc-Event, da hat es anscheinend dann weniger Abklingzeit. Wir setzen das Ding mal ein. Und da seht ihr, wir haben so eine Brille drauf und es haben sich alle Verbündeten hier in der Umgebung ein wenig verändert. Und ihr seht, sowohl die NPCs als auch einige Spieler. Ich weiß jetzt nicht, warum der nicht verwandelt wurde, aber einige von den Spielern sehen jetzt hier anders aus. Nicht alle. Ah, warte mal, sind das Hordler? Deswegen. Ich glaube, nur die Verbündeten verwandeln sich. Ihr seht's. Jetzt sind das alles Murlocs, die Waffen haben sie noch in der Hand, die restliche Ausrüstung ist ausgeblendet, selbst auf dem Mount sind die Leute dann als Murloc angezeigt. Es sieht echt ganz cool aus, vor allem wenn viele NPCs da sind und oder Spieler, dann hat man hier quasi eine komplette Murloc-Inversion. Gut, die einen fliegen jetzt so ein bisschen in der Luft, das ist ein bisschen komisch, aber hier vor allem der Murloc, ne, auf dieser Flugscheibe, das macht auf jeden Fall was her. Und ja, jetzt könnt ihr euch wieder so ein bisschen zurückversetzen in die Anfänge von World of Warcraft, wenn ihr so in Elwin oder in Westfall rumlauft und von Murlocs belagert wird. Nur sind sie diesmal nicht unbedingt feindlich, sondern teilweise hier alles Verbündete. Selbst die Questgeber sind Murlocs und ich habe das vorher auf meinem Twink getried und dachte mir schon, dass es eine Hidden Quest durch das Toy gibt, weil ich dann auf einmal einen Murloc-Questgeber hatte. Aber sobald ihr das wieder wegklickt, seht ihr, das sind einfach die ganz normalen Verbündeten. Gut, das ist es eigentlich soweit, was ich euch zeigen wollte. Viel macht es jetzt nicht, ist wie bei den meisten Toys, aber ja, ist es ein witziges kleines Gimmick. Es gibt von diesen Toys übrigens auch noch andere. Es gibt so eine Corki-Brille, dann seht ihr so kleine Hündchen überall. Vielleicht ist das auch für euch was. Habe ich nämlich auch schon ein Video zu gemacht. Jetzt schauen wir nochmal einmal rein zum kleinen Vergleich. Also 500 ist das maximale Achievement, was jetzt nur reingekommen ist. Ich bin aktuell bei gut über 700. Heißt, die 500 kann man auch mit relativ einfachen Toys bestreiten und bis jetzt Dragonflights dann wirklich live geht, also das Spiel, gibt es dann nochmal insgesamt 60 Toys mehr, also da könnt ihr auch im neuen Content nochmal einiges holen, da wird es dann auch das ein oder andere Video von mir geben. Damit verabschiede ich mich an der Stelle, ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen, euer TLH, bis zum nächsten Mal, ciao!